Und hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together. Ja, es ist unglaublich. Die Messer ist eindeutig unglaublich. Ja, denn wie ihr mal soeben sehen könnt, kann ich hier bauen. Sie hat mir das Grundstück gekauft. Ich wollte es ja ohnehin schon kaufen von den beiden Besitzern, beziehungsweise von dem Hauptbesitzer und dann halt von dem Mitmember. Und dann habe ich halt das eben so erzählt und dann hat sie es eben mal so über 2 Tage oder über einen Tag mal eben von denen abgekauft und auf mich protected. Vielen, vielen Dank dafür, Messer. Und das ist nicht das Einzige, was sie gemacht hat. Nein, ihr seht vielleicht hier vorne, ich habe einen Strand. Ja. Und das liegt daran, weil ich gegen Bezahlung mein Grundstück, also mein Originalgrundstück, das haben wir gemacht, bevor wir das hatten. Also das ist heute erst neu, das habe ich gestern schon gemacht. Habe ich auch was aufgenommen, das seht ihr auch gleich, was wir da so alles gemacht haben. Und zwar, mein altes Grundstück ging ungefähr bis hier irgendwo her. Wir könnten auch mal nachschauen, wo es ungefähr aufhört. Genau, bis hierher. Bis hier. Genau, das ist quasi der Endpunkt. So war quasi mein Grundstück von hier bis da. Und das habe ich dann quasi nochmal um 40 Blöcke, also 40 Quadratmeter, sagen wir mal, vergrößert. Pro Block kostet das nämlich 5 Timoleons. Da habe ich mir einfach mal gedacht, das bisschen Geld, das investierst du. Und hier ist quasi nochmal alles noch doppelt so groß wie hier nochmal in diese Richtung. Und dann komme ich heute an, sehe bei Skype, Messer hat eine Überraschung für mich. Und dann ist hier einfach mal das komplette Grundstück auf mich protected. Ist schon geil. Jetzt haben wir nämlich unten auch in den Farmen viel, viel mehr Platz und können auch hier jetzt unten dann nochmal quasi die anderen Farmen weiterbauen und so. Doch bevor wir da irgendwie was machen und vor allem bevor wir auch ganz bestimmte Dinge ändern, denn ich möchte heute auf jeden Fall mal das Design vom Haus ein bisschen verändern. Ich möchte eigentlich nur vorerst mal das Holz hier alles austauschen durch Sandstein. Mal schauen, wie das ausschaut. Wenn es wirklich ist, dass es mir gar nicht mehr so gefällt, dann bin ich vielleicht am Überlegen, ob ich vielleicht dieses Haus abbaue und vielleicht ein neues und moderneres Haus quasi hier in die Mitte vielleicht setze oder ein bisschen weiter in die Richtung oder so. Aber erst möchte ich schauen, ob wir quasi das hier ein bisschen in den moderneren Stil mit einbinden können. Sonst dürfte es eigentlich ganz gut gehen. Und ich habe mir auch überlegt, wenn das ganz gut funktioniert, könnten wir hier drüben nochmal eine zweite Hütte hinbauen. Warum nicht? Also, sehen wir ja dann. Doch jetzt kommt erstmal ein kleiner Timelapse, wie diese ganze Geschichte entstanden ist. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Clip. Wir sehen uns gleich wieder. Thank you.
Got a little Swedish there. Yeah. So, und da sind wir wieder und eine wunderschöne Aussicht genießen wir hier. Nebenbei, Messer hat auch noch die Straße neu asphaltiert. Ja, ist das nicht herrlich? Die Bauarbeiten schreiten hier voran. Sehr schön, haben wir hier auch nochmal einen Durchgang. Und sie hat auch übrigens hier noch quasi den Weg gemacht und hier bei uns ja den Weg auch. Das dürftet ihr schon gesehen haben. Und ich habe jetzt mal soweit eine Front durch Sandstein ersetzt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Einerseits, ich glaube, dass dieser Sandstein, dieser Smooth-Sandstein, quasi der hier, besser ist als der hier. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, dass das besser ausschaut. Ich habe jetzt hier mal unten noch, habe ich mal eine Ebene noch gelassen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das generell so verwenden mit dem Sandstein. Es sieht schon, ja, ist schwierig zu sagen. Vielleicht, wenn alles fertig ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt hier nicht rein. Sandstein, das passt in das Haus nicht rein, nee. Ja, mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ihr dürft bitte unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder welche Blöcke ihr verwenden würdet. Da machen wir mal ein bisschen einen Creativity Contest draus sozusagen. Ihr dürft mir ja allerhand Möglichkeiten von Blöcken unten in die Beschreibung schreiben. Gut, Diamanten werden wahrscheinlich nicht möglich sein, so viel habe ich dann auch wieder nicht. Aber halt Blöcke, die halt gut ausschauen und auch realisierbar sind. Ja, würde mich sehr freuen, wenn da eine Resonanz kommt, die auf jeden Fall hilfreich ist und ja, dann würde ich sagen, bauen wir da auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder weiter. We'll be right back.
Und ja, von hier oben sieht es wirklich interessant aus. Links Sandstein, rechts Holz. Also so ganz zufrieden bin ich mit dem auf jeden Fall nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr da schreibt, aber könnte interessant werden. Vielleicht auch eine andere Holzart einfach nur, vielleicht helles Holz von dem hier. Ich weiß nicht. Ja. ich bin wieder Level 30 und ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder ganz überraschend einen Enchant, und zwar eine neue Sch Axt, denn wir haben keine gute Axt mehr fast. Das heißt, wir machen eine Axt. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Der Sound ist aus. Wegen den Blazes. Jetzt dürfte der Sound eigentlich wieder da sein. Jetzt ist er wieder da. Genau. So, einmal Level 30 beim zweiten Versuch. 1, 2. Und wieder. What the fuck mache ich gerade eigentlich? Ich wollte eine Axt enchanten. Na gut. Wieder eine Arbeiterspitzhacke. Dann werden wir demnächst wohl nochmal Level 30 werden müssen und dann nochmal auf eine Axt gehen. Gut. Dann machen wir das doch im Laufe der Folge nochmal. So, wir sind Level 33. Und diesmal habe ich es mir schon parat gelegt. Nicht, dass wir nochmal so ein Fail machen. Warum nicht beim... keine gescheite Zahl da. Nehmen wir Nummer 3, weil das die dritte Achse ist. 1, 2... Ups. Das war dann wohl... bisschen bescheuert von mir. Das heißt, es ist Nummer 1 und wir haben schon wieder Silk Touch. Na toll. Gut, dann haben wir halt nochmal die Silk Touch Axt. Beides mal das gleiche sogar. Okay. Cool. Ja. Dann werden wir vielleicht nochmal eine machen müssen. Aber das mache ich nicht mehr heute, denn es ist jetzt schon wieder spät. Das heißt, ich gehe jetzt ins Bett und wir sehen uns dann gleich wieder, allerdings bei, ja, einem anderen, an einem anderen Tag, aber nicht unbedingt an einer anderen Stelle. Also, bis gleich. So, und wir sind wieder Level 30 und da habe ich mir gedacht, da muss ja jetzt fast wieder eine Axt her, denn unser letztes ist ja kaputt gegangen. Und davor, das ist ja nur eine Silk Touch geworden, mit der wir wieder mal nichts anfangen können. Leider. Probieren wir mal wieder Next deswegen und wir probieren es beim dritten Mal. Nicht wieder den Fail-Click. 1, 2, 3. Zack. Und schon wieder eine Silk Touch. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann keine Silk Touch-Axt gebrauchen. Jetzt haben wir drei Silk Touch-Axt-Äxte. Fischen Sie 4, I'm breaking 3 Silk Touch. Müssen wir mal fragen. Will wer ne dir Axt kaufen. Was für eine geben wir die hier, oder? FI4 und Silk. Ups. Ohne Grund gespendet? Wie bitte? Nee, verkaufen. Will sie keiner kaufen? Das ist natürlich schade. Gut, das heißt, wir werden vorerst mal mit der mal weiterarbeiten und demnächst, wenn wir Level 30 sind, wieder eine neue Axt probieren. Also, bis gleich. So, ein anderes Ding, was ich euch noch zeigen wollte. Hier nebenbei, ich habe die Getreidefarm wieder geerntet. Ja, dadurch, dass ich jetzt in diese Richtung mehr Platz habe, habe ich mir gedacht, beziehungsweise habe ich nicht ich mir gedacht, sondern nur war Messer. Und wir haben jetzt hier einen kleinen Geheimgang oder kleinen Geheimraum quasi gebaut. Der Piston Extender stammt von mir. Das ist quasi ein Double Piston Extender und hier nochmal ein Verdeck Piston Extender. Und der führt hier momentan noch in einen leeren Raum hier hinten. Aber ich schätze, dass ich das Ganze hier nochmal als Second Lager verwenden werde und so.
Vor allem für Cobblestone und so. Und oben habe ich auch noch ein paar Kisten, die muss ich noch irgendwo unterbringen. Hier hatte ich ein bisschen das Problem mit den Lampen. Drüben sind sie ja einfach nur beide mit Hebeln direkt dahinter gepowert. Das war ja kein Problem. Jetzt hatte man hier eine Hebel dort und das fand ich nicht so schön. Jetzt bin ich mit dem am Ende hergekommen. Der andere Hebel, glaube ich, für die, genau, befindet sich hier. Somit wird keine Pisten quasi beeinträchtigt. Doch für die Lampe, ich konnte nirgendwo den Hebel hin tun, weil sonst immer die Pisten hier nicht funktioniert hatte, weil die nämlich dann diagonal gepowert wurde. Jetzt habe ich es einfach so gemacht. Jetzt habe ich einfach hier hinten einen Hebel hingetan und einen Repeater. Kann nichts passieren. Einfach nur frei klickbar. Und so ist wenigstens ein bisschen mehr aufgeräumt. Genau. Und das Ganze geht auch wieder zu. Genau. Und wir schauen mal kurz in die Redstone-Technik von dem Ganzen. Das ist einfach nur ein ja, Butt Switch. T-Butt, wie auch immer. Das heißt, wenn ich von jeder Seite, egal wo ich drücke, geht es eben auf oder zu. Denn hier drunter ist eine Torch. Wenn ich jetzt drücke, entweder von da oder von da, beides ist hier oben connected. Und dann wird eben der Block nach hier oder nach da geschoben. Wenn er hier ist, kommt eben kein Signal durch. Wenn schon, dann ist er eben hier und das Signal kommt durch. Und somit sind die hier einmal der Double Piston Extender extended und hier eben nochmal die normale Extender, damit man quasi hier das nicht so sieht. Weil sonst hätte ich hier nämlich die Pistenarme und das wollte ich auch nicht. Genau. So sieht es aus. Eigentlich ganz einfach. Und ja, ich finde es ganz cool. Zack und zack. Genau. Ja, den Cobblestone können wir gleich mal aufräumen. Hier seht ihr, ist schon die erste Kiste voll. Und ja, deswegen muss ich da eben mal ein bisschen Platz machen. Erde ist auch schon ziemlich voll. Holz, ja, jetzt bin ich wieder auf das normale Orkwood umgestiegen, weil ich von dem jetzt halt ganz schön runtergewirtschaftet habe. Ja, hier die ganze Kisten Zeugs, ich habe noch 19 Kisten und so einen ganzen Scheiß, ist noch alles da. Aber sieht zum Beispiel, die Kiste ist halt auch gerammelt voll und dann hätte ich halt gern eine extra Kiste für die ganzen Blätter und so. Hier auch Minecarts, das gehört eigentlich hier alles nicht rein, ich habe es halt einfach mal dazu getan. Ja. Genau, hier Speed Potion ist noch wie vor. Jetzt bin ich endlich mal bin ich jetzt so weit, dass ich die Instant Damage Potions hier alle weg habe. Kann ich endlich von hier wieder nehmen. Und dann hier halt noch meine Instant Health und Strength und Weakness und was ich sonst noch bei irgendwelchen Leuten gefunden habe. die oder mir geschenkt haben. Genau. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Hier sind nach wie vor die Spawn-Eier drin. Und ja, hier unten ist halt jetzt auch der Raum größer. Und ich möchte definitiv eine automatische Baumfarm haben. Die werde ich eventuell hier reinpacken. Und dann werde ich vielleicht auch in diese Richtung kann ich auch noch ein bisschen gehen, dass ich vielleicht hier quasi auf die rechte Seite baue und dann haben wir hier im Prinzip noch den kompletten Bereich hier vor uns und vor allem weit in diese Richtung. Ich möchte eventuell, wenn ich ein zweites Haus noch baue, auch einen unterirdischen Tunnel haben, aber das sehen wir. Ich schätze, ich werde jetzt erstmal mit der Baumfarm anfangen und dann ja, schauen wir mal, wie es so wird. So, und da sind wir wieder. Und ja, ich habe ein bisschen Progress gemacht. die ganze Farm soweit steht schon mal. Verkabel ist eigentlich auch schon so gut wie alles. Ihr seht hier, das funktioniert. Mit ziemlich viel Delay momentan, weil irgendwie leckt es gerade derbe. Ich werde mich gleich später nochmal neu einloggen und neu ausloggen. Ja, die hier sind auch schon alle verkabelt. Soweit zumindest. Sie funktioniert also. War gar nicht mal so leicht, alle noch zusammenbekommen. Die kommen aufs gleiche Delay. Aber alle fahren aus zur selben Zeit. Und ja. Genau.
Jetzt muss ich hier noch quasi eine Piston oben oder unten, ich werde es wahrscheinlich unten hinsetzen. Das geht leichter. Eine Detektor-Butt-Switch-Update-Block-Update-Piston hinbauen, die dann dafür sorgt, dass wenn hier einmal alles durch ist, die Reihe einmal nach vorne fährt. Genau. Also, ich sehe euch dann, wenn ich das Ganze soweit fertig habe. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Es war ziemlich einfach, das hier anzuschließen. Ich habe einfach nur eine Torch drunter gesetzt, das direkt dann nach oben geführt und fertig. Jetzt schauen wir mal, wie es so ist. Es leckt gerade mega derbe. Es liegt daran, dass ich aufnehme. Nicht aufnehme, sondern... sag schon, nebenbei noch rendern lasse. Und das ist jetzt eben ein kleiner Bug, Fail, wie auch immer, den wir dadurch beheben können müssten, wenn wir nicht alles kaputt machen würden. Aber es leckt so derbeste. Bauen wir uns mal kurz darauf und setzen die Pisten wieder. So. Das war ein bisschen zu weit. Redstone. Kommt wieder daher. Ja, ich muss kurz das so bauen, das leckt zu sehr. So, jetzt habe ich es hier mal ein bisschen befüllt. Probieren wir jetzt doch das Ganze gleich nochmal. Das Lustige ist... es leckt so sehr, dass es nicht geht. Ich habe mich schon gewundert, warum zieht denn der nichts ab? Aber es leckt ihm zu sehr, anscheinend. Das wird der Grund sein. Gut, dann, ja, schätze sich mal, dass das auch so von alleine mit dem einen schon gehen wird, oder? Oder wir spammen einfach. Geht genauso. Ich mache jetzt mal hier so viel voll wie geht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wieder ein kleiner Progress Report. Ja, ich habe jetzt hier mal so eine weit einen kleinen Behälter gebaut und ja, nachdem ich die erste Reihe voll hatte, hier musste ich nochmal rein und ein bisschen was ändern, deswegen sind die da so schief drin. Ist mir aufgefallen, dass ich die oberen beiden Pistons eigentlich gar nicht brauche. Und deswegen habe ich die wieder weggemacht. Ich habe auch hier das wieder verkürzt quasi und habe hier oben einfach zugemacht. Hier hinten noch ein paar Cobblestones, damit die Blätter dann nicht da oben rumhängen. Genau, hier oben einfach dann zugemacht, die Reihe weggetan, wieder ein paar Pistons sparen. Allerdings könnte ich jetzt auch natürlich diese beiden Pisten hier wegtun. Stimmt. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. So. Dann haben wir da wieder das Zeug drüber. Genau. Und darüber haben wir wieder Cobblestone. Einfach nur damit keine Blätter spawnen können quasi. Und ich glaube, der Block hier ist ohnehin falsch. Genau. Dann gehen wir wieder runter und kommen jetzt aber nirgendwo mehr wieder raus. Das heißt, wir bauen uns kurz hier sowas. Können wir da oben durch? Ja. Wunderbar. So. Ja, ich werde, also eine Reihe habe ich jetzt schon und wieder ein bisschen weiter angefangen. Ich werde das Ganze jetzt hier bis nach vorne voll machen und dann schauen wir uns mal das ganze Prachtstück an. Bis gleich. So, und da sind wir voll. Und zwar so. Gar ein bisschen zu voll, ich habe meine Reihe zu viel gemacht. Ich höre jetzt hier schon auf, denn ich wollte es ungefähr hier so abschließen lassen. Aber mit dem Rand eigentlich schon. Naja, schauen wir mal, vielleicht machen wir das noch anders. So, es ist noch einiges reingegangen. Könnte man mal so sagen. Keine Ahnung, wie viel Holz wir da jetzt rausbekommen. Und ja. Schauen wir mal, was geht denn am schnellsten. Ich glaube definitiv eine Axt. Die hat schon Efficiency, oder? Ja. Definitiv Efficiency. Dann geht es. So, ich baue jetzt mal den ganzen Scheiß ab und dann sehen wir, ja, wie viel wir haben. Momentan 55. Das ist aber, weil ich schon ein bisschen was hatte. Legen wir einfach mal, keine Ahnung, tun wir mal 5 wieder, 6 wieder rein und den Rest legen wir weg und dann sehen wir, was wie viel herauskommt. Also bis gleich. So, und da haben wir es komplett fertig.
Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, fast 7 Stacks Holz daraus bekommen. Ich denke mal, das kann sich wirklich gut sehen lassen. Boah, Mann, wie es heute wieder leckt hier. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Aber ich denke, so die knappe 7 Stacks dürfte erstmal, ja, wieder mal reichen. Und vor allem, das dürfte unseren Holzbestand gut aufbessern. Das Fleisch vielleicht nicht gerade. Und der Sun vielleicht auch nicht unbedingt. So. Das dürfte erstmal wieder für eine Zeit lang reichen. Diese Folge wird jetzt auch schon wieder ein bisschen länger. Von dem her denke ich, werde ich diese Folge nun beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie immer. Nächstes Mal werden wir dann wieder eine Axt enchanten. Zumindest werden wir das probieren. Und vielleicht auch hier ein bisschen weiter arbeiten auf diesem Grundstück. Wie gesagt, meine Hausmauer ein bisschen kommentieren, damit ich da Bescheid weiß. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme sagt Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Subscribe.